Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed. Wir haben eine interessante Aufgabe, die wir gemeinsam mit der guten Amy absolvieren müssen. Wir müssen ein Rennen fahren, bei dem wir über 320 km/h kommen. Unser Lambo muss auf jeden Fall, nicht Optik-Tuning, muss auf jeden Fall dafür von der Leistung her deutlich verbessert werden. Top Speed ist 360, was wir ja nicht erreichen. Wir brauchen also viel, viel mehr Power und da können wir mal gucken. Wir haben 71.000 auf der Kralle. Ja, seht ihr unten. Und wir können direkt mal richtig fett investieren. Alter, 999 PS. Okay. 997 PS. Jo. Haben wir gekauft. Elektriksystem. Ah, kostet... Okay. Wie gesagt, wir müssen jetzt alles aus der Karre rauskitzeln, was wir können. Ja. Ah, bringt uns nichts. So. Boah, 1000 PS, Alter. Das ist schon sehr krass. So. Stell dir vor, ihr sitzt im Auto, was 1000 PS fährt. 1000 PS hat man nicht fährt. So, ah, guck mal hier. Hier kommen wir auf 370 Top Speed. Aber wir müssen noch höher. Ich guck gerade einmal mal alles durch hier. Kupplung ist auch wichtig, aber haben wir schon. Nitro-System. Können wir da upgraden eigentlich? Ja. So, Fahrwerk. Ach, guck mal, da haben wir noch gar nichts reingepfeffert. Wann? Diffi hier. Differential. Der Einbau eines voll einstellbaren Differential ermöglicht dir die Anpassung deines Differential im vollständigen Bereich zwischen gesperrt und ungesperrt. Okay. Boah. Ups, sorry. Reifen. Ah, guck mal, da können wir die Montage neuer Reifen mit unterschiedlichen Traktionen beeinflussen, die Charakteristik des Handlings, okay. Bremsen. Da können wir auf jeden Fall auch mal eine bessere Bremse reinhauen. Handbremse ist egal. Das ist auch egal. Besseren Luftfilter, Kaltluft-Ansaugsystem. Kühlsystem. Ladeluftkühler 79 x 25 cm. Ein Ladeluftkühler kühlt die dem Motor zugeführte Verbrennungsluft ab. Kühlere Luft ist dichter und mit mehr Sauerstoff angereichert. Durch die bessere Sauerstoff... blablabla, okay. Ansaugbrücke. Krass so, ne? Was man bei einem Auto alles so verbessern kann. Was ist denn das Höchste hier? 1073 PS, okay. Aber der Wagen müsste jetzt eigentlich ja schon... Ich wollte aber noch was einstellen, warte mal. So. Nee, warte mal, ich wollte was anderes einstellen. So, ich muss nämlich das Handling vom Lambo noch echt verbessern. Okay, jetzt können wir mit der Amy das Rennen fahren. Ich hatte ja gestern gesagt, dass die Folge ein bisschen länger sein soll. Das Problem ist, dass ich gestern an dem Tag, an dem ihr das gesehen habt, und gerade während der Aufnahme ziemlich krank bin. Also man hört es nicht, aber ich habe ultimative Magenschmerzen gehabt und habe sie immer noch. Und deswegen, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn die Folge endet, wenn die keine 45 Minuten lang ist und so weiter, das ist, hat seine Gründe. So, wir können jetzt mal auf jeden Fall fahren. Also gerade geht es mir ganz gut. Ich hoffe jetzt, dass ich das Schlimmste überstanden habe. Genau, wir müssen mit Amy hier fahren. Wir sind ja schon da. Warte mal, wo ist denn die Amy? Wir müssen ja dafür einfach in die Garage nochmal. Also ich gehe jetzt nochmal in die Garage einfach, um zu gucken, was passiert. Weil manchmal ist es bei Amy ja so, dass man in die Garage gehen muss, damit eine Mission fortgesetzt wird. Nee. Strange. Also wie soll ich mit der Amy dann das Rennen fahren? Hä? Ja, ich möchte die Garage verlassen. Aber der Punkt von Amy ist doch genau auf der Garage. Oder ist da irgendwo so ein Spot, wo uns steht, Rennen starten? Müssen wir mal gucken.
Ach ja, Need for Speed, hör mal. 1000 PS hat der Lambo jetzt. Alter. Puh. Was ist denn, also ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, was ist denn so das Auto, also irgendein Auto, was so bekannt ist, oder das bekannteste Auto mit der meisten PS-Anzahl, würde mich interessieren, wenn ihr das wüsstet. Ja, wo das Rennen von Amy ist, kann ich euch am besten wenn ich sagen. Guck mal, das ist hier nirgendwo. Hä? Oder ist das da drüben? War das da gerade drüben? Nee, auch nicht. Hä, wo ist denn das? Hier ist doch. Guck mal hier. Genau hier. Strange. Okay, wir fahren dann erstmal mit der Robin das Risky Devil. Diese Icons sind dann. Ach, hier. Okay, die hat zwei Rennen, okay. Eine für alle ist schwer. Ein schweres Rennen. Okay. So, ich bin bereit für das Rennen. Ach, hier ist die Markierung, okay. So, jetzt fahren wir erstmal mit dem aufgetunten Lambo. Von der Power her. Einer für alle. Fahre mit Robin und Risky Devil. Fahr auf deinen Startplatz. Mach ich. Okay, und ab die Post. Oder eigentlich müssten wir jetzt abgehen mit Schmidts Katze. Oh, Alter, nimmt alles mit. Oh, Nitro. Boah, die sind aber schnell, die Herrschaften. Risky Devil. Ah, das Nitro lädt sich jetzt viel schneller auf. Oh, shit! Alter! Ja gut, da wurde ich jetzt bestraft. Boah. Oh Mann, ey, ich nehme hier alles mit. Zack. Komm her, Stevie. Okay. Robin ist Zweiter. Entschuldigung, Robin. Boah, Alter. Boah. Was ist denn jetzt los? Hä? Oh, ich war nicht der Einzige. Ja, das Rennen müssen wir auf jeden Fall nochmal fahren. Ist das krass. Boah, was ist denn hier los gerade? Ja, auch alles schief hier. Ich muss erstmal mit der Power jetzt hier klarkommen. Boah, Alter, was. Ey, ich verkack's hier gerade richtig. Naja, Vierter und Sechster. Ey, lange nicht mehr so schlecht gewesen. Warte mal, wir machen eine Wiederholung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall machen wir die Wiederholung. Boah, was war das denn, ey? Wir sind da richtig. Richtig aus der Spur geraten mit unserem Lambo. Oho. So. Das war ein Spaß. Es gibt noch mehr, also hau nicht ab. Es gibt noch mehr, also hau nicht ab. Haben wir jetzt einen Donut, vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Der Wagen ist dafür sehr ungeeignet. Ja, haben wir ja letztens schon festgestellt. So, wir müssen dieses Rennen nochmal fahren. Oh, wir können das Rennen auch gar nicht. Oh, okay, wir können es nicht nochmal fahren. Wir müssen das jetzt hier fahren. Schlag voll ein. Ist auch wieder Schwierigkeitsgrad schwer. Okay. So. Das müssen wir aber besser machen, ey. Fahren mit Robin und Risky Devil schlag voll ein. Okay. Boah, wie mein Wagen wieder aussieht. Ah, das ist ein Drift Contest. Okay. So, haben wir da schon mal gute Punkte hier. Robin ist Erster. Ja, bei Drift-Sachen brauchen wir eigentlich den BMW. Ja, guck hier. Das ist nicht so geil mit dem Handling. Da
Der Wagen ist dafür gar nicht ausgelegt. So. Na, wir müssen ja nicht Erster sein. Jo, Bradley fährt erstmal gegen die Wand. Ja, ich habe übrigens eure Kommentare gelesen. Viele wünschen sich, dass wir uns einen Mercedes und so weiter holen. Das kommt ja noch alles. Also immer schön entspannt, locker durch die Hose atmen. Wir sind gerade Erster. Fisch ist auf 2 und Bradley ist auf 3. Ja, haben wir eigentlich safe, das Ding. Warte mal, wie lange geht denn das? Das steht schon wieder 40 Kilometer. So, wir müssen einfach warten, bis die Zeit abläuft, ist klar. Ist ja logisch. Oh, shit. Yeah. Wir mal schön die Punkte mitnehmen. So, 63.000. Aber war nice. Eigentlich, wenn wir weiter gedriftet werden, perfekter Moment. Dass sowas mal bei mir steht, ist ein Traum. Oh. Leider die Wand mitgenommen, gestritten. Nein, nein! Oh, Dennis! Du Idiot! Ich nehme mich, zerstöre ganz Ventura Bay, hau ab! Rammen mal 2. So, noch 23 Sekunden. Nein! Oh! Also die absolute Chaosfolge hier. Aber wir haben hier gut Punkte gemacht, das ist ja erzählt, ja. Yeah, Mann! Schlag voll ein. Okay, letzte Rennen absolut verkackt, dieses Rennen gut gemacht. 12.000 auf der Kalle. So, der Kampfmaschine dagegen ist Godzilla ein Gartenzwerg. Sehe ich genauso. So, es gibt hier nur Erfahrungspunkte. Okay, prima. Was zum Teufel? Das war verrückt. Echt? Ich suche noch mehr Läufe. Wir sehen uns da draußen. Alles gut, ey. So, machen wir natürlich noch ein schönes Bildchen. Wir wollen ja immer sammeln, ne? East Esplanade, altes Industriegebiet. Esplanade. Weißt du so? Keine Ahnung, wie das aussprechen wird. Einfach schön. Genau, aber hier sieht jede Ecke irgendwie aus wie jede andere Ecke. So, warte mal. Wo ist denn der Menü? Komm, mach mal den Drift Contest eben mit ihm. Wissen. Ey, das ist immer noch mehr. Warte mal, jetzt probiere ich das nochmal aus. Ich kann die Garage betreten, aber wie kann ich das Rennen starten? Hey, bin ich jetzt blöd? Ach, boah, ich... Ah, warte mal, ich habe glaube ich eine Vermutung, woran es liegt. Oder? Nee. Hä? Warte mal. Also wenn ihr Need for Speed gespielt habt und ihr wisst, was man da jetzt machen muss, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe die Vermutung, dass ich einen anderen Wagen nehmen muss. Probier's jetzt hier mal mit. Ta-ta-da. Ach, die Ladezeiten. So, was passiert jetzt? Passiert nichts. Hä? Hey, das ist aber sehr strange. Warte mal, steht hier nichts? Ich sollte mal lesen.
Ach so, oder muss ich... Aber... Hä? Ich check's nicht, ganz ehrlich. Also wenn ihr wisst, was wir jetzt da zu tun haben, dann schreibt's mal in die Kommentare. Wir machen in dieser Folge noch das Rennen... Mit Menno, wo ist der denn jetzt? Ach ja, dieses Drift-Symbol hat er immer. Hä? Bin ich jetzt auch doof? Warte mal. Nur Mission. Ach, hier unten. Oh Gott, Dennis, ey, was ist denn da los? Ich bin echt krank, man merkt's. So, ab zum Bunker. Treffen mal den guten Menno. Yo, 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 yo. Okay, wir sind da. Wo muss ich denn rein hier? Mama. Ken Block hat hey, wieder Mann. Echt einen ja. draufgelegt. Was geht ab? Oh Mann. Alles gut? Alles gut. Oh Mann. Hast du Lust? Verdammt, ich hätte so gerne einen Unicorn RTR. Genauso. Ames, bau dir doch einen Honigsaurus Rex. Wow. Mhm. Dafür würde ich dich anbeten. Oh, dann stell dich hinten an, Babe. Hey, warte. Nein, 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 nein. Oder betest du mich etwa schon an? Hm? Aus der Ferne und mit großem Respekt. Das ist okay. Gut. Ich meine, ich wusste es, aber ich wollte es hören. Spike. Hey. Alles klar, Mann? Was geht ab? Jo. Hängst du etwa immer noch mit denen hier rum? Mann, sei ruhig. Guck dir, wie Leute Donuts drehen. Jo, Spike. Das hier musst du sehen. Sogar du lässt einmal wirst Block respektieren. Damit ich mich ganz warm und gemütlich fühle. Guckst du an? Im Ernst, Mann. Das ist Spitzenklasse. Spitzenklasse. Hab gehört, er soll sich die Straßen absperren lassen und braucht trotzdem einen Tag für das bisschen Schotter fahren. Ganz toll, Mann. Hm? Jeder kann was zusammenschneiden auf dem Laptop und es wirkt gut, weißt du? Oh, oh, oh. Was musst du sehen, um überzeugt zu sein? Oh, na, ich meine, lass mal die ganze Videomagie weg. Was bleibt dann? Huh? Hm? Oh, okay. 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 Hey, 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 pass auf, Mann. Sagen wir, wir drehen eine Fahrt. In einem Take, ohne Schnitte. Ja, klar. Warte. Ein Take, Gymkhana. Das ist kein normales Gymkhana. Wir zeigen nochmal Kens Fahrt, Move für Move. Okay, du bist verrückt. Oh, Ames hat recht, du hast deinen Verstand okay, verloren. Okay, was ist, machst wieder? Du mit? Los geht's. Boom, okay. 1, 2, 3. Wir nehmen eure Entschuldigungen dann an. Okay. Bargeld, Karten, ist alles gut. Ich suche nach Plätzen. Ich melde mich. Wir rocken das.